Jetzt wollen wir also tatsächlich in den Gottesdiensten, die ich in den nächsten Wochen zu verantworten habe, den lange, lange liegen gebliebenen Faden der Auslegung des Matthäus-Evangeliums wieder aufnehmen. Manch einer von uns dachte ja schon, ich hätte das vergessen. Und der Einstieg ist gar nicht so unpassend mit Matthäus 11, jetzt an der Zäsur, wo wir kurz davor stehen, dass die Passionszeit beginnt, dass noch einmal jetzt der Täufer auftritt. Denn wenn der Täufer auf- und gleichzeitig abtritt, ist er dann der Weg frei für das Eigentliche, für den Eigentlichen, den der Täufer ja angekündigt hat und in die Mitte gestellt hat, nämlich Jesus. Und deswegen ist der Start in Matthäus 11 gar nicht so ungeschickt. Im Matthäus-Evangelium spielt natürlich der Täufer am Anfang eine ganz große Rolle. Ist ja klar, Matthäus 3, sein großer Auftritt. Dann in Matthäus 4 erfahren wir schon, dass mit der Gefangennahme des Täufers, die ja hier auch wieder im Hintergrund steht, dass mit der Gefangennahme des Täufers Jesus schon eine Zäsur in seinem eigenen Leben sieht. Mit der Gefangennahme des Täufers beginnt noch einmal eine ganz besondere öffentliche Wirksamkeit von Jesus. Der Umzug unter anderem von Nazareth nach Kapernaum ist im Matthäus-Evangelium gekoppelt an diesen Gefangennahmetermin. Der Täufer ist aus dem Blickfeld, Jesus gibt Gas. Und dann haben wir nach dem, was hier in Matthäus 11 ist, nur noch einmal ihn in besonderer Weise erwähnt im Matthäus-Evangelium, nämlich in Kapitel 14, wo dann vom Ende des Täufers, von seinem Sterben, seiner Hinrichtung die Rede ist. Und hier in Matthäus 11 haben wir die größte Täuferrede von Jesus über den Täufer. Hier und nur hier erfahren wir eine solche Menge, was wir vom Täufer zu halten haben, wie wir ihn einzuschätzen haben, was von ihm zu sagen ist. Jesus spricht über den Täufer. Und wissen Sie, dass das schon mal klar ist, und das ist etwas, was uns immer wieder bewegt, wenn wir uns mit dieser markanten Gestalt des Täufers auseinandersetzen, dann passiert aus meiner Perspektive auf jeden Fall immer ein Phänomen. Man will eigentlich über den Täufer predigen und man landet am Ende bei Jesus. Das ist ganz eigenartig. Sie kriegen keine Predigt über den Täufer hin. Es ist wirklich so, was wir immer sagen, dieser Mann hat seinem ganzen Auftreten, seinem ganzen Wesen, kann man nicht bei ihm bleiben, obwohl er so markant, so profiliert, so einen ganz starken Charakter hat. Aber jedes Mal, wenn man an den Täufer rangeht, ist es, als ob er einen diesen berühmten, ausgestreckten Zeigefinger zeigt und man landet bei Jesus. Und es ist ja wieder so. Jetzt haben wir 19 Verse über den Täufer und sie kriegen am Ende 19 Verse über Jesus. Und sie landen am Ende nicht bei einem großen Podest, auf das wir einen riesengroßen, starken Glaubenshelden und Zeugen hingestellt haben, nicht den Täufer, sondern sie landen hoffentlich am Ende bei dem, was sie schon im Anbetungslied gerade besungen haben. Jesus, schönster Herr Jesus. Und darum geht's. Wenn es um den Täufer geht, geht's immer um Jesus. Wir haben es manches Mal in den Bibelarbeiten, die in der Adventszeit stattfinden, in den Gottesdienst Adventszeit stattfinden, wo der Täufer natürlich eine ganz große Rolle spielt, auch mit allem, was in der Geburtsgeschichte des Täufers drin liegt. Denken Sie an Zacharias und Elisabeth, all die, was du ist. Das uns versucht so deutlich zu machen, der Täufer ist der rote Teppich. Und der rote Teppich ist eindrucksvoll, das Besondere, wenn irgendwo ein roter Teppich liegt. Aber jeder, der einen roten Teppich sieht, weiß, der rote Teppich ist es nicht, sondern der auf dem roten Teppich gehen soll, der ist es. Und so ist der rote Teppich heute ausgerollt, indem wir den Täufer haben, denn das ist die eigentliche, wesentliche, bleibende Berufung des Täufers, in seiner Person den Teppich auszurollen, damit der Eigentliche gehen kann auf diesem Teppich, nämlich Jesus. Und diesen Text, die haben wir ja gelesen, dieser Text hat so viele Facetten und jetzt versuchen wir ihn ein bisschen an den sprachlichen Besonderheiten uns da ein Gerüst zu bauen, mit dem wir ein bisschen arbeiten können. Nämlich wir haben auf der einen Seite eine herausragende, einzigartige Seligpreisung. Neben der Beschreibung eine Seligpreisung, auf die sollten wir besonders Gewicht legen, denn es ist ja der Abschluss der Anweisung dessen, was diese Täuferjünger von Jesus hören. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wir schauen uns unter anderem besonders diese Seligpreisung an. Und dann sind die Täuferjünger weg und dann bleibt Jesus und Volk und seine Jünger zurück und dann legt Jesus richtig los. Und wissen Sie, das, was er da tut, das ist ja eigentlich eine Laudatio.
Seine Laudatio auf den Täufer. Eine eindrückliche Laudatio. Und dann ist die Laudatio zu Ende und dann kommt etwas, was wir ansonsten auch von Jesus kennen. Aber an der Stelle wundert es uns ein bisschen. Es kommt eines der unbekanntesten Gleichnisse von Jesus. Ach, wir kennen ja viele Gleichnisse. Vielfaches Ackerfeld und Fischnetz und was er alles gibt. Die Gleichnisse, die sind für uns das. Aber das Gleichnis von den spielenden Kindern aus Matthäus 11, das kommt jetzt nicht so oft vor. Das ist ein ganz klares Gleichnis von Jesus. Das Gleichnis von den spielenden Kindern. Und das haben wir jetzt im Kopf. Das reicht bis zum Mittagessen. Also, Sie haben das, die Seligpreisung, Sie haben die Laudatio und Sie haben das Gleichnis. Seligpreisung, Laudatio, Gleichnis. Was will er uns sagen? Er will uns zum einen sagen, dass er nun hier eine ganz eigenartige Szene wieder vorfindet. Die Szene ist schnell beschrieben. Der Täufer sitzt im Gefängnis, eingesperrt, und Herodes Antipas. Die Hintergründe dafür können Sie nachlesen in Matthäus 14. Auf der Festung Macherus in Perea, dort lebt er in diesem Gefängnis, dort wird der Tag kommen, an dem er hingerichtet wird. Der Täufer ist raus aus der öffentlichen Wirksamkeit. Und jetzt kommen seine Jünger, sie werden vom Täufer geschickt, jetzt kommen seine Jünger, Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus und stellen ihn diese Frage. Im Auftrag ihres Meisters, im Auftrag ihres Lehrers kommen zu Jesus. Sie ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jetzt gibt es an dieser Stelle zwei grundlegend verschiedene Interpretationslinien seit 2000 Jahren. Das muss man einfach wissen. Die sich jetzt erst einmal, wie es so bei so Linien ist, erst einmal auseinandergehen, aber ich kann Sie beruhigen, damit Sie keine Panik kriegen. In der Interpretation so unterschiedlich sind, in der Auslegung führen sie am Ende wieder zusammen. Aber erst einmal haben wir eine Linie, nämlich natürlich überlegt man sich, was hat den Täufer dazu motiviert? Warum schickt der Täufer seine Jünger? Und ob Sie, das ist sofort klar, Sie würden gerne mehr Material haben. Also am allerbesten wäre, wenn wir noch irgendwo einen Satz da hätten, der da belautet, da der Täufer dachte. Und dann kommt irgend sowas. Aber das haben wir nicht. In keinem anderen Evangelium. Das heißt, wir sind tatsächlich auf Vermutungen, auf Interpretationen angewiesen und damit auf das Gerippe, was wir ansonsten so vom Täufer haben, an Texten. Und da gibt es die eine große Linie, die also sagt, jetzt schaut doch das an, dass hier im Neuen Testament dieser einzigartige Zeuge, nämlich Johannes der Täufer, als ein Zweifelnder beschrieben wird. Also man denkt, die eine große Linie, der Grund für das, was der Täufer ja tut, ist, dass er selber ins Fragen gekommen ist. Dass er selber da in seinem Gefängnis sitzt, Tag und Nacht und Woche um Woche, Monat um Monat, dass ein anderer hört, was da Jesus tut und getan hat, und dann gerät er über den Ganzen in ein großes Zweifel und Fragen, ist er das? Ist dieser Jesus? Ist es wirklich? Ist er der Kommende? Das ist eine. Das ist der eine Gedankengang. Und dann fragt man sich natürlich sofort weiter, wieso konnte der Täufer zweifeln? Was könnten denn die Gründe gewesen sein, dass dieser Mann ins Zweifeln geraten ist? Und dann guckt man immer auf zwei Dinge, die werden dann immer wieder neu aufgekocht. Das ist ja ganz klar. Meine Güte, uns fällt auch nichts mehr Neues ein. Und das eine ist, dass man natürlich sagt, seine Lage hat dazu einen Anlass geboten. Dass der Mann sagt, das ist doch alles überhaupt nicht stimmig. Hallo, ich bin der rote Teppich. Ja, ich bin doch der alles vorbereitet hat für den Messias, und jetzt sitze ich da im Knast, ich sitze im Gefängnis. Also eigentlich müsste ich doch eine ganz andere Rolle haben, ich müsste doch in einer ganz anderen Funktion sein. Man hat quasi den roten Teppich eingerollt und jetzt bin ich wie auf dem Abstellgleis. Der Ankündiger, der Bote, der Botschafter, die Stimme ist im Gefängnis. Das eine, das wäre das eine. Das andere ist, dass man sagt, dass er weit irritiert ist an dem, was er da von Jesus gehört hat. Dass natürlich das gut fand, dass der Messias da war, und hat ihn ja auch angekündigt. Aber dass vielleicht der Messias, den er erwartet hat, noch was anderes hätte tun müssen. Und dann knüpft man an die Anfangsverkündigung des Täufers. Die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt. Tu Buße, kehr um, der Gerichtstag ist da. Und das scheint ja jetzt bei diesem Jesus, dem vermeintlichen Messias, gar nicht im Schwerpunkt zu sein. Und deswegen die Überlegung, ist es, oder, was ja immer wieder im Judentum da war, brauchen wir noch einen zweiten?
Also ist es zwar Messias Teil 1, aber brauchen wir doch Messias Teil 2? Das war ja immer wieder eine Diskussion, bis heute, eine Diskussion im Judentum. Kam das, was im Alten Testament gesagt ist, von der zuwendenden Gnade und Barmherzigkeit des Messias und dem Gerichtstag des Messias überhaupt in einer Person zusammen sein? Wir würden sagen, ja, natürlich, aber das ist ja das Besondere unserer Messias-Erfahrung in Jesus. Aber das könnte der Grund gewesen sein. Dann wäre der Täufer der Zweifelnde, dann wäre der Täufer der Angefochtene. Und dann wäre das Besondere, dass das Neue Testament in so großer Ehrlichkeit davon berichtet, dass dieser Mann tatsächlich mit seinem Zweifel hier zu Jesus schickt, Jesus den Termin mit ihm nicht cancelt, ihn nicht rausschmeißt, sondern tröstende, wegweisende, klare Antwort gibt mit dem Satz, selig bist du, wenn du jetzt an mir nicht verrückt wirst. Wunderbar. Große Interpretationslinie, über 2000 Jahre gut abgewogen. Und die zweite Linie, genauso alt, die sagt, es besteht eine Spannung zwischen dem, was wir hier vom Täufer erleben und was wir sonst von ihm wissen. Das stimmt natürlich. Eine massive Spannung. Dann denken Sie noch mal nach. Was wissen Sie vom Täufer? Was wissen Sie vom Täufer, mal abgesehen von der Szene? Was wissen Sie von diesem Mann? Sie wissen doch erstmal seine Herkunft. Sie kennen seinen Vater. Sie kennen Zacharias. Sie können sich doch nicht vorstellen, dass diese Eltern ihm nicht erzählt haben, was da abgelaufen ist. Was da abgelaufen ist im Tempel, wie dieses Kind aufgewachsen ist und wie die besondere Naziräer-Geweihtenstellung sich immer deutlicher bei diesem Kind sichtbar macht, als junger Mann, als junger Kerl, wie er sich zurückgezogen hat in die Wüste, wie der Tag kam, an dem er aufgetreten ist, wie er dann Jesus begegnet ist. Der Täufer ist doch Jesus begegnet. Und dann kam doch der Tag, an dem der Jesus zu ihm kam, in der großen Taufbewegung und dann Jesus zu dem Täufer kommt und der Täufer sagt, wie du kommst zu mir, du stellst ja die Dinge komplett auf den Kopf. Jetzt ist er da, der Messias ist da. Und dann sagt doch der Täufer diesen Satz, lesen Sie mal nach im Johannesevangelium. Siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist er, welches der Welt Sünde trägt. Das hat der Mann gesagt, der Mann. Und der Mann hat doch dann gesagt, jetzt ist meine Freude über alle Maßen erfüllt. Denn der Freund des Bräutigams sieht, dass der Bräutigam da ist. Jetzt ist alles okay. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Mein Ding ist vorbei. Das heißt, was ist jetzt meine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe, sagt der Täufer. Meine Aufgabe ist, nachdem meine Berufung jetzt beendet ist, nachdem mein Auftrag erfüllt ist, muss ich noch die Letzten, die bei mir noch kleben, die ich noch nicht losgeworden bin, die muss ich wegschicken. Die Brut ist Flücke, die Täuferjünger müssen weg. Johannes 1, er schickt seine Jünger, Andreas, Petrus, Johannes, Jakobus, wohin? Zu Jesus. Sagt da, geh zu ihm hin, geh zu ihm. Das ist er. Ich bin's nicht, das ist er. Er schickt sie weg. Und da die zweite große Auslegungslinie, auch seit 2000 Jahren gut abgewogen, Calvin wäre dafür einer, der dafür stark eingetreten ist. Der Täufer hat kein Problem. Der Täufer hat noch eine Aufgabe. Er muss noch einmal sozusagen mit einem letzten ausgestreckten Finger auf Jesus zeigen und seine letzten Jünger noch zu ihm schicken. Sagt, da ist er, geht ihr zu Jesus. Geht ihr zu Jesus. Fragt ihn. Dann wäre klar, das ist der letzte Auftrag des Täufers. Dann ist er allein. Und dann würden wir sagen, wie tragisch. Der Mann da allein im Knast. Und wie furchtbar das Ende dieses Mannes. Ja, das ist natürlich die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass das nicht einfach tragisch ist und nicht nur einfach furchtbar, ein Schicksal, das man niemandem wünscht, das ist ein blöden Termin, Sie kennen den ja in Matthäus 14, diesen Tanztermin da, diese mächtige, große Gestalt dieses Mannes ordinär enthauptet wird da in diesem Knast da in Perea, auf der Festung. Oder Sie gucken dahinter und wissen, der Mann sagt, meine Aufgabe ist erfüllt. Das, was für uns manches Mal von der irdischen Seite aus vorzeitig abgebrochen, unabgeschlossen, unvollendet, noch viel mehr hätte passieren, geschehen können. Wir können uns da lange ergehen, was alles noch hätte werden können aus dem Leben des Täufers. Das sagt Gott, ist alles gelaufen, ist alles bestens.
Ich habe den mal ins Rennen geschickt für diese Aufgabe. Diese Aufgabe ist zu Ende. Und der Täufer hat seinen Dienst getan. Und er steht nicht melancholisch, depressiv da, sondern sagt, meine Freude ist groß. Der Bräutigam hat seine Braut und der Freund des Bräutigams steht daneben und freut sich. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und dann tritt er ab. Wo tritt er denn hin? Bitte, wo tritt er denn hin? Als die Leichenteile von ihm beerdigt haben, da ist der Mann schon lange in der Welt des lebendigen Gottes und jubelt vor dem Ewigen, dass er mit seinem kleinen irdischen Leben am Ziel ist. Dann sagt ihr Jesus, das Wichtigste ist, ihr Täuferjünger damals, ihr Jesusleute aller Zeiten, ihr müsst Klarheit kriegen über mich, Klarheit über mich. Wer bin ich? Bist du, so lässt hier Johannes fragen, bist du, der da kommen soll, sagt Luther. Das soll lassen sie weg. Bist du der Kommende? Und der Kommende, das ist ein Messias-Titel. Das kennen sie. Sie kennen das zum Beispiel, und da kommt es auch ursprünglich her, aus dem 118. Psalm. Im 118. Psalm heißt es, gelobt sei, der da kommt. Und das, was da im Hebräischen steht, dieses Baruch Haba, Beschem Adonai, das kennen sie alle. Dann, das Wort ist im Griechischen, der Septuaginta, genau dieselbe Formulierung wie hier in Matthäus 11. Ja, das heißt, das, was hier der Täufer sagt, das nimmt er unmittelbar aus Psalm 118. Bist du der Kommende? Bist du der Messias? Bist du der Kommende? Und dann antwortet Jesus ja auf eine eindrückliche Art und Weise, ob es jetzt die Werke des Messias gibt. Ja, es gibt die Werke des Messias. Sagt ihm, was ihr denn seht und was ihr hört. Und dann werden mal soeben 6 Werke des Messias aufgezählt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden heil, Taube hören, Tote stehen auf, Arme das Evangelium gepredigt. Das sind ja gar nicht alle. Nein, das sind nicht alle. Man kann, könnten Sie alle Werke von Jesus aufzählen? Sie könnten doch nicht mal alle Werke von Jesus aufzählen, die in diesen 4 Evangelien drin sind. Und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was er wirklich getan hat. Und dann merken Sie dann in dieser Aufzählung, was hat dieser Jesus für Wunder getan? Was für einen Strom von den Werken des Messias zieht sich durch diese Zeit hindurch. Und Jesus sagt, das ist das, was ihr sehen müsst. Das im Alten Testament als Messias-Zeichen angekündigte, ist mit meiner Person absolut vielfältig ins Leben getreten. Taten und Worte. Und Worte sind Werke des Messias. Aber dann setzt Jesus noch eins drauf und darauf müssen wir besonders achten. Nach all den Werken des Messias, die ihn als Messias ausweisen, sind Ausweis der Messianität von Jesus, setzt er noch eins drauf, sagt, selig ist jetzt der, glücklich zu preis ist der sich nicht an mir ärgert. Könnte man sich an Jesus, wie kann man sich denn an Jesus ärgern? Ja, man kann sich an Jesus mächtig ärgern. Ich glaube, man kann sich nicht an Jesus ärgern, wenn er irgendwelche netten Sachen macht, die wir gut finden. Ja, so ein paar Kranke heilen soll er machen, auf jeden Fall. Tod auferwecken, auch mal nicht schlecht. Und mit der Speisung, das können wir immer gebrauchen. Und übers Wasser gehen, meinetwegen, wenn er will. Also da ärgert man sich nicht so arg dran. Da kann man nur sagen, das ist ein bisschen belächeln als so ein Quatsch, solche Mythologiekram. Und merken Sie, daran hat man sich noch nicht so arg geärgert. Wissen Sie, woran man sich am meisten geärgert hat? An diesem Kreuz. Und jetzt merken Sie, das, was hier steht, ist ein paulinischer Aufnahmesatz. Denn das ist genau das, was der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief gesagt hat. Das ist genau das. Das Wort, was hier steht, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, also für den ich kein Skandal, kein Anstoß bilde. Das ist genau das, was in der Kreuzestheologie des Apostels Paulus in 1. Korinther 1 aufgenommen wird. Dort heißt es dann, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Das ist, Jesus mit Speise der 5000, haben Sie keine Probleme. Jesus mit Tod, keine Probleme, wirklich keine Probleme. Auch Hochzeit zu Kana, Wein, meinetwegen. Aber einen Gott, der sich an ein Kreuz hängen lässt und da verreckt und das soll mein Heil sein,
Das ist so entehrend für mich. Damit will ich doch nichts zu tun haben als denkender oder religiös geprägter, würdevoller Mensch. Bleib mir weg mit deinem hingerichteten Christus. Oder entschärfe es so, dass es als Zeichen der Solidarität noch irgendwie gut rüberkommt. Aber das, was der Stachel ist dieses Kreuzes, ist, dass Gott seinen eigenen Sohn diesen brutalen Weg hat gehen lassen, damit Sie und ich loswerden von der Sünde und von Tod und von Hölle und von Gericht. Und dass, wenn es dieses Kreuz nicht gäbe, es keinen einzigen Menschen gäbe, der jemals in den Himmel käme. Das ist das Ärgernis. Und deswegen kommen Sie mit allen anderen Religionen, so skurril die auch sein mögen, viel besser klar, wenn Sie aus dem christlichen Glauben diesen Anstoß rausnehmen. Gott am Kreuz, das ist ein Unding. Selig bist du, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Kraft Gottes. Sag, wie ist das denn passiert? Jetzt sitzen hier eine ganze Reihe selig zu preisen in diesem Raum. Wie ist das denn passiert? Jetzt sagst du, ganz klar, Jesus liebt mich, sonst bin ich gestorben. Wissen Sie, dass da ein unwahrscheinliches Ereignis in Ihrem Leben passiert ist? Dass Sie und ich, die wir an Jesus Christus glauben heute hier, dass wir zu diesen glücklich zu preisenden zählen dürfen in diesem Augenblick. Denn die Majorität dieser Welt in diesem Moment sagt genau dazu nein. Ärgernis und Torheit, nein. Christlicher Glaube, Nächstenliebe an sich, darum geht's doch überhaupt nicht. Sondern das Kreuz rettet dich und öffnet dir die Tür des Himmels. Das ist es. Am Kreuz, am Christus, am Kreuz entscheidet sich's. Da entscheidet sich's. Und jetzt entdecken wir tatsächlich, das ist ja etwas Traumhaftes, dass ich selig gepriesen werde. Ich werde selig gepriesen. Wenn er mich selig preist, wenn er mich selig preist, das ist mein Glück. Denn das heißt ja dann, dass ich bei der Liebe meines Gottes angekommen bin. Das heißt, dass ich verstanden habe, was für ein Zeichen der Erniedrigung des Gehorsams der lebendige Gott in die Mitte gestellt hat. Das zeigt ja, dass er eines will, dass ich ihm vertraue. Das zeigt, dass er einen einzigartigen Plan seines Heils hat. Darf ich Sie einfach so heute Morgen fragen, gehören Sie auch dieser großen Zahl in diesem Raum der selig zu Preisenden an diesem Morgen? Sie sind glücklich zu nennen, weil sie Jesus kennen, weil sie das Kreuz kennen, weil sie wissen, dieses Geschehen auf diesem Hügel Golgatha ist die Mitte der Geschichte dieser Welt, ist die Mitte meines Lebens, ist meine Rettung, ist meine Zukunft, ist mein Glück. Gehören Sie mit zu diesen glücklich zu Preisenden an diesem Morgen? Freuen Sie sich einfach mit mir dran. Merken, so verrückt das ist. Wir wollten doch eigentlich über den Täufer sprechen. Und jetzt stehen wir mit dem Täufer wo? Jetzt stehen wir mit dem Täufer, der aus seiner Festung da noch einmal den Finger zeigt. Stehen wir plötzlich auf diesem Hügel Golgatha und sehen dieses Wort aus Johannes 1. Siehe, 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 das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und wenn das für dich gilt, dann bist du glücklich zu preisen. Ich weiß nicht, was dieser Tag heute bringt, was die nächste Woche für Sie bringt, ich weiß es nicht. Mag eine Durchschnittswoche sein, mag eine blöde Woche sein, mag eine notvolle, leidvolle, eine tolle Woche sein. Aber glücklich gepriesen, heute, morgen, übermorgen, werden Sie nur dann, wenn Sie diesen Jesus, den Gekreuzigten, kennen. Dann kann ich auf jeden Fall Ihnen sagen,
sind sie in dieser Woche glücklich zu nennen. Ob sie sich selber immer glücklich fühlen, ist was anderes. Ob andere sie glücklich nennen, ist auch was anderes. Er sagt, du bist zu preisen. Du bist zu preisen. Du bist glücklich zu nennen. Die sind weg. Jesus redet weiter. Der Täufer lebt noch, in Anführungszeichen, aber bekommt schon seinen Nachruf. Bisschen makaber, aber ist so. Er bekommt seinen Nachruf. Von wem bekommt er seine Laudatio? Das ist schon mein Entscheid, das wissen Sie. Ach, als ich noch da im Vorstand des Christlichen Medienverbundes mit tätig war und wir diesen Christlichen Medienpreis vergeben haben, dann war da in diesem Ausschuss, der dafür tagte, neben dem, wer soll diesen Preis kriegen, das war das eine, immer sobald wir endlich die Preisträger ermittelt hatten, das andere natürlich wichtig, wen lassen wir jetzt die Laudatio halten für diesen Preisträger? Das ist ja fast genauso wichtig. Man muss jemanden haben, der also in einer äquivalenten Bedeutung dasteht. Dann finden Sie mal so halbwegs bedeutende Leute, die eine gute Laudatio halten. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt viele bedeutende Leute, aber die können keine Laudatio halten und umgekehrt. Aber auf jeden Fall, wie auch immer, das ist eine Schwierigkiste. Hier ist es traumhaft. Hier steht der Täufer da und er bekommt seine Laudatio von Jesus. Stellen Sie sich das mal vor. Nicht irgendein Arbeitgeber, ein BC-Sternchen Deutschlands hebt sie in irgendeinen digitalen Himmel für ein paar wenige Augenblicke. Nein, sondern Jesus gibt ihnen eine Laudatio. Jesus sagt ihnen, was war am Täufer gut. Jesus! Allein das ist ja schon der Wahnsinn. Und er fängt ganz stark an, hatte ganz starke Laudatio. Er fängt mit zweimal Nein an. Was der zu Belobende nicht war und ist. Er sagt erst einmal, wollt ihr jemanden finden, der sein Fähnlein nach dem Wind richtet? So ein Mitläufer hat. Das hat er beim Täufer natürlich komplett falsch. Und im Nein liegt ja schon das erste Lob, ist ja klar. Und dann bleibt er in der Neinspur und sagt, wollt ihr irgend so einen Höfling haben, das Lied ich singe, das Brot ich esse und umgekehrt. Ja, das haut nicht hin, das klappt beim Teufel nicht. Nein, und im Nein steckt schon wieder ein Lob. Meint ihr, er wäre ein Prophet? Da habt ihr recht. Nein, ihr habt nicht recht. Es ist nicht ein Prophet. Schon das wäre ja genial. Seit Malachi gab es keinen mehr. Ein Prophet. Ihr meint, er wäre ein Prophet, so aus der Kategorie Jesaja, Jeremia. Ja, aber nicht nur einer wie der von denen da. Er ist nicht nur ein Prophet, es ist der eine Prophet. Es ist der eine Prophet. Und dann legt er ab. Dann erfüllt sich in dieser Laudatio aus der Perspektive von Jesus Malachi 3. Der Angekündigte. Es erfüllt sich, Jesaja 40, die große Stimme. Es erfüllt sich das mit dem Täufer, so die Überzeugung von Jesus. Die große heilsgeschichtliche Zäsur stattfindet bis zum Täufer AT. Jetzt ist diese heilsgeschichtliche Zäsur zu Ende. Jetzt mit dem Täufer ist ein großes Zeitgeschehen beendet. Jetzt kommt was ganz Neues. Jetzt kommt der Messias. Das Finale ist eingeleitet. Es gibt niemanden auf dieser Erde, der so groß wäre wie der Täufer, weil er diese Aufgabe hat, im roten Teppich den überragenden, einzigartigen anzukündigen, nämlich Jesus. Und das kann man nur sehen und begreifen, wenn man begreift, es ist der Elia. In seiner Person tritt in dieser geistigen Weise wieder der Elia ein, wie es in Malachi 3 angekündigt ist, auf dem letzten Blatt des Alten Testamentes. Und das kannst du nur verstehen, wenn du Ohren hast zu hören. Das ist ein geistlicher Prozess. Das alles ist da. Und im Augenblick ist alle Kritik am Täufer weg. Der Mann ist so dermaßen kritisiert worden, genau wegen der Dinge. Es gibt keine Propheten mehr, was macht der eigentlich und wie lebt der denn? Und der ist so asketisch und das passt uns alles nicht rein und unterbrochen. Und das ist einfach alles weg. Und die versuchen hineinzustürmen, sagt Jesus, mit Gewalt gegen und ohne den Teufel und ohne Jesus ins Reich Gottes zu kommen, die werden alle daran scheitern. Aber eins sage ich euch, sagt Jesus, ich bestätige 100%,
Aufgabe, Person und Platz vom Täufer. Da stellt sich Jesus an die Seite des Täufers. Er, wie sagen wir das so schön neudeutsch, er identifiziert sich mit dem Täufer. Er sagt, ich und der Täufer, die stehen zusammen. Wir gehören zusammen. Ich, Jesus, stehe auf der Seite des Täufers. Hallo? Wenn er zu mir steht, wenn Jesus zu mir steht, wenn der zu mir sich hält. Jugendmissionskonferenz Anfang dieses Jahres stand auch der Lahö, all dem, was dazugehört, das ganze evangelikale Szene in der Messehalle in Stuttgart zusammen. Und dann kriegt unser Mitarbeiterteam mit, wie einer der evangelikalen Fürsten an den Stand kommt und eine Lobrede auf die Lahö hält. Das ganze Mitarbeiterteam wuchs um 2 bis 5 Zentimeter für einen kurzen Augenblick und dachte, rede wirklich von der Lahö, wir erleben sie ganz anders. Der findet sie wirklich. Und ich war, ja, bis heute erzählen die davon, diese Erfahrung, wie dieser Fürst so positiv sich auf die Seite der Lahö gestellt hat. So, das Leben geht weiter. Es war nur ein Evangelikaler, es war nur die Lahö, das Leben tickt weiter. Nur eine ganze Zeit. Jetzt stellen Sie mal bei Jesus vor. Wenn Jesus über Sie so reden wird. Ah du, den kenne ich übrigens, das sehe ich so. Die Meinung habe ich von dem und der gehört übrigens zu mir. Schwestern und Brüder, wenn Jesus zu mir steht, das ist der Himmel. Wenn Jesus zu mir steht, das ist der Himmel. Und dann haben sie auf dieser buckligen, bescheuerten Erde schon den Himmel. Dann haben sie jetzt schon den Himmel. Wenn sie das in kommenden Tagen wissen, egal was da passiert, wenn dieser Jesus zu ihnen steht, dann ist die Sache gelaufen. Wenn der an ihrer Seite ist, wenn sie sein Ja haben, wenn seine Augen auf ihnen ruhen, was wollen sie noch haben? Und wenn das schon innerirdisch gilt als Glaubensaussage, dann gilt es innerirdisch sogar noch, dass manches Mal, dass Gott auch den einen anderen erleben lässt, dass er sich zu ihm stellt. Dass ein paar von diesen verachteten Jesus-Leuten, je nachdem wie der ihre Spur gezogen sind, eine innerirdische Vorrehabilitation erleben über ihren Weg. Ja, das gibt's auch. Aber dass Gott sich in Jesus mit uns verbindet, oder um es paulinisch zu sagen, dass Jesus in uns ist und wir in ihm. Dass es eine personale Gemeinschaft gibt von Jesus und mir. Das ist mein Himmel. Dass diese verachtete, verlachte Jesus-Truppe, dass diese verspottete, für dumm verkaufte Bibelgang, dass diese Mischpoke, die immer noch an Israel festhält, dass diese Truppe, die ihre ganze Moral auf die Werte der Bibel setzt, dass die in einer Verbindung sind mit dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist mein Glück. Das ist mein Glück. Dann können Sie aufrecht Ihren Weg gehen. Und dann sehen Sie es doch, sehen Sie das nicht? Sie müssen das sehen. Als der Mob den Stephanus zusammenschlägt und die Leichenteile da unten runterliegen nach dieser furchtbaren Steinigung und der Himmel aufgeht und dann steht Jesus auf, weil Stephanus kommt. Stellen Sie das mal vor. Stellen Sie das mal vor, was ist das für eine Laudatio? Vergessen Sie es nicht. Vergessen Sie es nicht, was Paulus im 2. Timotheusbrief sagt. Als er vor den Toren Roms in dieser Garnison für Staatsgefangene auf seinen Hinrichtungstermin wartet. Und dann sagen kann, mir ist jetzt schon beigelegt der Stephanus, der Siegeskranz. Und dann zerren sie irgendwann einmal diesen Paulus raus und hacken ihm dann den Kopf ab.
Und dann steht er vor dem Ewigen. Sagt, so sehe ich das, Paulus, so sehe ich das. Sehen Sie es vor sich? Sehen Sie es vor sich, was Jesus in Matthäus 25 sagt? Sie müssen das sehen. Dass Jesus dann in Matthäus 25 diesen eindrucksvollen Gleichnis sagt, dass Menschen den Himmel bekommen. Stellt euch mal vor, die bekommen den Himmel geschenkt. Aufgrund ihres Verhaltens zu den Jesusleuten. So viel wert sind wir, dass einmal der Ewige um des Verhaltens um seiner Leute, seinen Leuten willen, anderen den Himmel schenkt. Sehen Sie es? Sie müssen das sehen, was Jesus sagt, wenn ihr durchgehalten habt und gewacht und gewartet habt, bis ich komme. Dann werde ich, der Hausherr, die Schürze anziehen und euch dienen. Sehen Sie diese Laudatio. Schwestern und Brüder, wenn er so zu mir steht, das ist der Himmel. Das ist der Himmel. Und den Himmel habe ich jetzt schon. Er hat sich zu mir gestellt. Er hat sich zu Ihnen gestellt. Er steht auf Ihrer Seite. Der Christus steht auf Ihrer Seite. Römer 8. Ist Gott für mich? Wer kann dann noch wider mich sein? Der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern für uns alle dahin gegeben. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Christus steht auf meiner Seite, das ist der Himmel. Und dann denkt man, das ist ja schon alles wunderbar, Laudatio beendet. Und dann verbindet sich noch einmal Jesus in diesem Gleichnis mit dem Täufer. Er stellt sich einen Parallelvorgang. Das ist unglaublich, dass Jesus sich einen Parallelvorgang zeigt mit dem Täufer. Den Täufer haben sie als asketisch und deswegen asketisch empfunden und deswegen abgelehnt. Mich erleben Sie, sagt Jesus auf der anderen Seite, als jemanden, der ohne Askese prassend durchs Leben geht und sich mit Zöllnern und Sündern einlässt. Du kannst das und das. Sie waren nie zufrieden. Das sind die spielenden Kinder. Die spielenden Kinder, die werden hier gekennzeichnet. Das ist das Kennzeichen bei Kindern im Neuen Testament. Lassen Sie mal Ihre Pädagogik jetzt ganz kurz raus. Bei Kindern im Neuen Testament, dass sie keinen Verstand haben. Sie haben keinen Verstand. Und dann sagen die blödes Zeug. Manchmal ist es auch ein bisschen erwachsen, aber jetzt erstmal bei den Kindern. Ja? Die haben keinen Verstand und sagen blödes Zeug. Und dann sind sie nie zufrieden mit dem, was läuft. Ja? Mach so, ist nicht gut. Mach so, ist auch nicht gut. Das heißt, Johannes hat nicht gespurt, Jesus hat nicht gespurt. Die spuren beide nicht so, wie wir das wollen. Weg raus. Die haben aber keinen Geist. Weil sie keinen Geist haben, sagen sie so blödes Zeug. Und deswegen lehnen sie Jesus ab. Querstrich den Täufer. Und bleiben dann außen vor. Haben kein Himmelreich. Haben keinen Geist. Die haben keinen Geist. Ohne Geist geht das nicht. Ohne Geist geht das nicht. 1. Korinther 13. Als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind, aber dann ist er hoffentlich auch bald vorbei. Vielleicht mal erwachsen. Erwachsen werden in dem Sinn. In dem Sinn heißt dann Geist haben. Wie sie zu Jesus stehen, wie sie zu Jesus stehen, ihre Zugehörigkeit oder Ablehnung von Jesus zeigt, nicht wie klug sie im weltlichen Sinn sind. Oder wie sie einfach christlich erzogen worden sind oder sonst irgendwas. Sondern zeigt, ob ein Wunder geschehen ist. Dass der Heilige Geist, nicht ihr Menschengeist, dass der Heilige Geist in ihr Leben dann gekommen ist. Und sie hinter dem Täufer und hinter Jesus das Entscheidende gesehen haben. Da kommt der ewige Gott mit seiner Heilsgeschichte in diese Welt. Wenn er in meinem Leben meine Wahl geworden ist,
Wenn Jesus meine Wahl geworden ist, dann kann ich nicht mehr auf die Schulter klopfen. Sagen, gut macht Andreas, bist halt doch top. So, wenn er meine Wahl geworden ist, dann kann ich nur dankbar bekennen, dann muss da ein Wunder geschehen sein. Und wenn das für Sie gilt, dann sind Sie einer, bei dem ein Wunder passiert ist. Eine, bei der ein Wunder passiert ist. Und dann gehören Sie mit mir ganz eindeutig zu den Privilegierten dieser Welt. Ach so, ja, wir wollten ja eigentlich über den Teufel reden. Das ist ja jetzt mächtig in die Hose gegangen. Aber ich habe es angekündigt. Wo hängen wir am Ende? Dass wir sagen, mein ganzer Alltagskram, der vor Ihnen und vor mir liegt, was ich schon sehe, was ich noch gar nicht weiß. Das kleine Glück, das große Leid und was auch immer, ist überstrahlt von einer einzigen Person. Von einer einzigen Person. Von einer alles dominierende, alles durchziehende, alles bestimmende, alles durchleuchtenden Beziehung. Immer stärker, immer mehr. Ich habe Jesus. Ich habe Jesus. Ich habe Jesus. Das ist mein Glück. Ich bin selig zu preisen. Ich habe Jesus. Der steht, ob Sie es glauben oder nicht, der steht auf meiner Seite. Das ist der Himmel. Und er ist meine Wahl. Jeden Tag neu. Das heißt, bei mir muss ein Wunder geschehen sein. Und dieses Glück und dieser Himmel und dieses Wunder hängt nur an einer einzigen Person, an diesem Jesus. Jetzt müssen wir einen Täufersatz zum Schluss hinkriegen. Es war eine Täuferpredigt. Ja, und dafür danken wir dem Täufer, dass er diesen Finger hatte, diesen überlangen Finger von dem berühmten Isenheimer Altar, um auf diese eine Person zu zeigen. Du, egal was die Woche bringt, egal was sie bringt, wenn du an den Täufer erinnert wirst, dann zeigt er auf Jesus. Dein Glück, dein Himmel, dein Wunder. Wir beten. Herr Jesus Christus, und so stehen wir einfach heute Morgen vor dir, vor unserem schönsten Herrn Jesus und beten dich an. Danken dir von ganzem Herzen. Ja, für jeden Blinden, der sehen konnte, und für jeden Lahmen, der gehen, und für alles, was du getan hast, wirklich für alles. Aber wir sind zutiefst davon überzeugt, dass was das alles bei weitem übertrifft, ist, dass es diesen einen Tag gibt, an dem du dein Leben gelassen hast für die Schuld und die Sünde dieser Welt. Und wir beten dich darüber an, dass wir zu diesen selig zu Preisenden gehören dürfen, die sich freuen an der Gotteskraft des Kreuzes, an dieser Weisheit, die darin gerechtfertigt ist. Danke für jeden glücklich zu Preisenden. Danke. Und dann wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass du auf eine Art und Weise dich zu uns stellst, wie wir das nie für möglich gehalten hätten. Und dass das nicht nur für die ewigen Himmelswelten gilt, sondern für diese kleine, buckelige Erde. Du lebst in uns und wir in dir. Herr Jesus, das ist unser Himmel. Erinnere uns dran, wenn uns die Erde so wahnsinnig gefangen nimmt. Und dann wollen wir dir ganz herzlich danken dafür, dass du es bist, der ein Wunder hat geschehen lassen. Dass du unsere Wahl geworden bist und dass wir nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder neu auf Jesus setzen. Auf seine Worte, seine Treue,
seine Nachfolge, seinen Weg. Danke für dieses geistliche Leben erhaltende Wunder. Wir danken dir, Jesus. Du stehst wunderschön, riesengroß, alles überragend, dominierend, bestimmend da. Lass das auch weiterhin so sein. Wir lieben dich und beten dich an. Amen.